Singe euch ein Lied für die Nacht, damit ihr schlaft und träumt, es euch gemütlich macht und morgen wieder frisch erwacht. Ich bin, das sage ich euch ganz nebenbei, seit 20 Stunden auf den Beinen, weil irgendwer mir sagte, komm vorbei und sing ein Schlaflied für die Kleinen. Ich bin herumgerannt mit Zetteln in der Hand. Ich hab versucht, Geschichten zu erfinden. Von Riesen, von Zwergen, von Papageien. Doch mir fiel überhaupt nichts ein. Naja, hallo, nun sitze ich hier und singe euch ein Lied für die Nacht. Ja, Entschuldigung. Ich hab, das sage ich euch ganz im Vertrauen, nicht die geringste Idee. Aber vielleicht fällt euch ja selbst was ein. Und ich schlafe am besten erstmal ein. Ich hab die Leute befragt, sogar die Polizei, ob sie nicht irgendetwas wüssten. Na, von Clowns, von Drachen oder von einem Kapitän? Ach, sie ließ mich einfach stehen. Ja. Naja, hallo, nun sitze ich hier und singe euch ein Lied. Ich bitte Sie, Sie können hier doch nicht schlafen. Nun reißen Sie sich doch zusammen. Und müssen Sie an den aus den schönsten Träumen reißen. Doch, einer kam und erzählte mir die Geschichte von einem Mann. Oder war es eine Frau? Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch schon so lange her. Ach nee. Nein, nein. Was soll schon sein? Hört doch sowieso kein Mensch mehr zu. Wisst ihr was? Ihr denkt euch was. Ich denk mir was, oder? Habe ich endlich meine Ruhe. Jetzt ist aber wirklich genug. Wir sind hier in einem Fernsehstudio. Das können Sie doch nicht machen. Was? Fernsehstudio? Kann ich nicht machen. Wir sind auf Sendung. Auf Sendung? Das ist mir wirklich egal. Bitte, bitte, noch eine Strophe. Ja, das ist schön. Also wenn Sie mich so nennen, bitte, dann singe ich eben noch eine Strophe. Bitte schön.